Servus meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen hier zu meiner zweiten Stadt in City Skylines. Ich habe mir gedacht, komm, lass mal das mit dem Intro einsprechen und Outro einsprechen. Ich krieg das einfach nicht gebacken, dass ich dann irgendwie dann so anfange. Ich muss halt irgendwie begrüßen, abmoderieren bei so einer Serie und deswegen mache ich das direkt jetzt hier. Wir haben natürlich wieder einige Vorschläge bekommen zu unserem Rastplatz zum einen. Da noch hier zu unserer Autobahn, wo ich ja hier diese Auf- und Abfahrt oder diese Auffahrt gemacht habe, die komplett unnötig war. Ich habe die Zeichnung ein bisschen falsch verstanden und habe auch nicht drüber nachgedacht, aber warum sollten die Leute, die hier runterfahren, hier wieder drauffahren wollen? Ja, das war eben so die Frage, weil die können ja einfach auf der Autobahn geradeaus weiterfahren, deswegen, ja, ist es komplett unnötig gewesen. Das war, glaube ich, eine Alternative, wie ich das eben hätte bauen können und deswegen, ja, habe ich irgendwie gedacht, dass ich das beides bauen muss. Naja, gut, habe ich direkt ausgebessert. Es gab einige Vorschläge zu unserer kleinen, zu unserem kleinen Rasthof natürlich. Das war mir schon klar. Ich habe da jetzt erstmal nur ein paar Tankstellen hinplatziert. Dass ich da selbst nicht drauf gekommen bin auf McDonald's und so weiter, ist schon sehr traurig, muss ich zugeben. Aber werde ich jetzt natürlich ein bisschen auflockern, dass es nicht so symmetrisch oder irgendwie so gleich aussieht. Da werde ich jetzt ein bisschen umbauen. Dann werde ich heute hingehen und werde hier die Felderanlagen bauen, versuchen zu bauen. Je nachdem, wie ich das mit den Autobahnen hier hinkriege. Also in die Richtung möchte ich eigentlich nicht so viel weiterbauen. Hier sind so die Felder, die ich bauen möchte halt, aber... Ja, hier kommen halt zwei Autobahnen. Irgendwo muss man die dann wieder abschließen lassen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht hier ein Kreuz noch hin, dass sie sich verbinden. Oder so ein Dreieck. Müssen wir mal schauen. Und hier ist ja die Stadt, wo ich vielleicht anfangen möchte. Mal gucken, wie weit wir kommen werden. Ich werde jetzt erstmal anfangen und versuchen, hier das mit ein bisschen umzusetzen mit dem Vorschlag, dass man hier praktisch Felder hinbaut. Ich möchte das ab hier schon irgendwie anfangen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Ich werde einfach mal, das ist glaube ich so die beste Möglichkeit, ich werde einfach mal anfangen damit. Und zwar werde ich wirklich bewusst, so wie ich es jetzt mache, mit anfangen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass einfach mal so ein paar Straßen zu setzen die beste Möglichkeit ist, einen Anfang zu finden dafür. Ist einfach so. Wo man dann die Felder hinbekommt. Ausbesserungen werden jetzt gleich natürlich gemacht. Ganz klar, das wird nicht so bleiben, wie ich das jetzt hier mache. Sondern ich werde da ja noch einiges verhübschen, aushübschen. Ja, irgendwie, ach, vergiss das. Ich werde es alles noch verschönern. Aushübschen, alles klar. Willkommen im Deutschkurs von Multisage. Das Schwierige wird halt, die Felder dann irgendwie auszubauen und auszuschmücken. Das werden wir, glaube ich, nachher auch im Zeitraffer machen. Das kann man dann mal so lassen. Dann werden wir auf jeden Fall im Zeitraffer machen. Ich habe da so ein paar Ideen. Ich werde da auch nicht wirklich... Also ich werde so ab und an halt... Also es wurde sich halt gewünscht, dass ich so ab und an so ein bisschen Agrar halt baue. Aber das ist halt nicht so, wie zum Beispiel hier ist. Das gefällt mir eh nicht. Es wird auch nachher abgerissen. Aber sagt es auch keinem, ne? Es soll noch ein Geheimnis bleiben. Und werde das dann halt alles noch ein bisschen ändern. Hier möchte ich dann auch eigentlich Felder hinmachen, aber ich glaube, wir müssen erstmal schauen, wie wir das mit der Autobahn hier hinkriegen. Sonst haben wir das so ein bisschen unterteilt in Gebieten. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben wir ein bisschen Forst und ein bisschen Ding hier. Das ist schön. Gut, so. Das drüben. Ach, drüben werde ich das auch noch machen. Genau, dann machen wir das gleich hier fertig. Ich hier noch ein bisschen Agrar. Hier rum, so, das reicht. Werde das Gebiet hier noch weiterziehen. Wir machen das hier drüben auch gleich weiter und fertig. Haben wir hier die Möglichkeit auf eine coole Brücke? Tatsächlich. Nee. Das sieht ja mal so cool aus, diese Brücke. Oh, wie goldig ist die denn? Ne, das feiere ich jetzt ein bisschen. Die Brücke ist super. Das passt so wunderbar damit rein. Aber dann machen wir jetzt hier noch einen Übergang. Oh ja, kriegen wir das mit der hin? Nee. Ich bin begeistert gerade. Ich hoffe, ich habe hier... In einem Video habe ich so eine Heliumstimme gehabt. Um das mal ganz kurz zu erklären, woher diese Heliumstimme kommt. Ich habe... Das schon mal gehabt. Da ist mir aber aufgefallen, und zwar mein Renderprogramm hat einfach die Soundspur
Hat sich gedacht, ja komm, dann machen wir das so und die Soundspur ist dann halt einfach kaputt. Und dann habe ich, ich höre das ja nicht mehr durch. Also ich gucke mir, wenn ich schneide, gucke ich mir ein Video komplett an. Ne? Das ist klar. Also ich gucke mir das komplett durch, um das halt auch zu schneiden. Also die Zeit nehme ich mir dann, die Stündchen oder so, wo ich mir das durchgucke. Und dann ist aber auch gut. Und da war jetzt eben das Problem, dass wenn ich, also wenn zum Beispiel ein Video gerendert ist, dann zappe ich das nochmal durch, ob irgendwo schwarz gerendert worden ist, weil kennt man ja von meinem Renderprogramm. Und wenn das nicht ist, dann ist für mich okay. Allerdings war das halt jetzt eben nicht der Fall, dass das, also dass irgendwo was schwarz war und ich habe es halt hochgeladen und deswegen habe ich halt diese Helium-Stimme gehabt. Ich fand das mega witzig, muss ich zugeben. Also ich habe das echt gefallen. Deswegen habe ich es auch drinnen gelassen jetzt, dann im Nachhinein und nicht wieder das Video gelöscht, ganz klar. Aber... Ah, schon cool. So, alles weg. Gut, wir machen hier das nämlich nochmal weg. Nur so als kleine Information. Ich glaube, das war in der... Ne, es war sogar hier in dieser Serie. Ich glaube sogar echt in der letzten Folge. War mega witzig. Habe ich gefeiert. Es ist halt, das habe ich halt bei zum Beispiel bei Dings sehr gefeiert, bei CT6XL. Da konntest du halt so große Farmen bauen. Das fand ich halt um einiges hübscher. Also da konnte man viel besser die Landwirtschaft rüberbringen, als ich das jetzt hier je kann. Also ich probiere natürlich mein Bestes, dass man jetzt hier ab und an mal so einen Bauernhof hat. Thank you.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe nicht jetzt alles aufgenommen. Ihr habt gemerkt, ich habe so ein bisschen mit Zeitraffer angefangen, aber dann habe ich auch keine Aufnahmen mehr gezeigt. Ich habe mir gedacht, komm, das ist so immer dasselbe Schritt eigentlich. So die Felder habe ich eigentlich immer gleich gemacht. Ich habe mir was rausgesucht und habe dann einfach so reingezogen, weil ich das eigentlich ganz hübsch fand. Auch mal mit Büschchen einfach versucht. Zwischendrin ist jetzt wie auf Wunsch so die ein oder anderen Farmen, wie es hier ist. Ich werde es, es ist noch nicht fertig, ich werde es noch ein bisschen anpassen, aber für heute reicht es mir damit. Ich habe jetzt genug Bäume und Büsche und Ding gesetzt. Nicht wunder, wenn ich hier so ein bisschen rauszoome, das sieht von den Texturen halt ein bisschen komisch aus, weil die Mod, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, wo halt alles von diesen Props halt irgendwie schärfer macht oder auch von den Bäumen, die funktioniert ja mit Green Cities nicht. Deswegen laden ja meine Bäume ja auch von den Texturen immer nach. Man sieht es hier. Deswegen sieht es ab und an ein bisschen komisch aus, aber nicht, dass ihr euch wundert. Ja, wie gesagt, ich habe überall halt die Farmen reingemacht, die eigentlich ganz cool wirken. Ich habe dann hier so einen Wald eben gebaut und habe den mit Move It halt immer so ein bisschen weiter und weiter gesetzt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe ja Move It und warum nicht verwenden, wenn man es hat. Das sieht halt auch abwechslungsreich aus. Ich habe da wirklich geguckt, dass da Steine und Bäume drin sind. So die ein oder anderen Gleise. Ich muss nochmal die Straßen überprüfen, ob da nichts drauf liegt. Das muss ich noch machen. Hier ist noch eine freie Stelle, wie gesagt. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen Päuschen jetzt machen wollen. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Hier habe ich einfach mal so gedacht, komm, machen wir einfach mal so auch ein paar Eckchen, wo komplett verwuchert sind. Da habe ich einfach so die Gräser genommen. Es ist von der Performance nicht wirklich hilfreich, weil das unglaublich viele Objekte sind natürlich. Hier, da muss ich noch ein bisschen ausbessern, seht ihr ja. Das habe ich halt auch mit Hilfe von Move It halt gesetzt. Da muss ich halt noch ein bisschen durchgehen. Da wird mir noch so die ein oder andere Stelle auffallen, aber das werde ich ausbessern. Und habe dann halt überall so versucht, hier mal wieder so ein kleines Waldstückchen rein, dann wieder freigelassen, wieder ein kleines Waldstückchen rein. Dann werde ich jetzt hier vielleicht noch ein paar Felder ziehen, wenn ich mal wieder die Lust zu habe. Ich habe jetzt halt hier sehr, sehr viel mit Windkraft gearbeitet, wie ihr seht. Ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst machen soll. Habt ihr eine Idee? Sagt ihr, es ist zu viel Windkraft? Mach lieber dann irgendwie Stromversorgung über die Masten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir kommt es auch ein bisschen viel rüber, aber ich wusste jetzt nicht, wie ich die einzelnen Objekte hier irgendwie versorgen sollte. Also ich habe ja überall diese kleinen Gebäude und sowas umzusetzen ist unglaublich schwierig und ich habe echt keinen Plan, ob man das ohne diese Masten irgendwie hinkriegt, weil die Masten wären halt auch nicht hübsch. Da dachte ich halt so, Windkraft ist, finde ich, ein bisschen ländlicher. Aber ja, was sagt ihr dazu? Soll ich da Masten irgendwie ziehen und so die ein oder andere Windkraft einfach nur lassen? Könnt ihr damit entscheiden, da könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben. Wie gesagt, das ist alles noch nicht final, aber ich dachte mir, hier ist Wald, hier sind so Felder zwischendrin. Es sieht schon cool aus, muss ich zugeben. Ich glaube, wenn das komplett fertig ist, ist das auch cool. Aber wie gesagt, jetzt reicht es mir mit Feldern und Bäumen und allem setzen. Jetzt möchte ich kurz noch mal an was anderes gehen, oder nicht kurz, sondern ich möchte an mein Städtchen gehen. Aber ich dachte mir so, das mit den Feldern möchte ich einfach mal anfangen, um euch mal so einen Eindruck zu verschaffen, wie das denn wirkt, wie ich das denn vorhab. Und anhand eines Vorschlags, wo jemand gemeint hat, ja, bau da mal so ein bisschen Agrar hin und da ein bisschen und mach dann halt zwischendrin mal wieder ein paar leere Flächen halt. Ich denke mal, da hat er halt gemeint, mit Feldern oder mit Büschen und Bäumen dann ausschmücken. Habe ich halt versucht, ein bisschen umzusetzen. Ich glaube, es wirkt schon sehr ländlich. Wir gucken uns das mal von weiter weg an. Klar, es wird, glaube ich, nicht alles ganz gerendert. So diese Gräser auf jeden Fall nicht. Aber es sieht doch, glaube ich, schon, es wirkt, so von der Optik her, wirkt es, glaube ich, ziemlich cool, muss ich zugeben, oder? Was meint ihr dazu? Mir gefällt es auf jeden Fall, mir gefällt es richtig, richtig gut. Wenn ich jetzt noch den Rest so ein bisschen ausschmücke, ein bisschen ausbessere, vielleicht noch den einen oder anderen Aspekt hier auswechsle, aber da möchte ich erstmal auf euer Feedback warten, bevor ich dann jetzt auch noch an den Rest gehe, weil das mache ich dann in einem mit eurem Feedback und dann werde ich dann halt auch noch ein bisschen weiterbauen, denke ich mal. Gut, ich glaube, damit sind wir dann soweit fertig. Hier habe ich ja, das wisst ihr ja, gegen die Autobahn mich entschieden. Hier führt die durch. Es sieht, wie ich finde, echt hübsch aus. Klar, das hier sieht es ein bisschen komischer aus. Hier werde ich dann natürlich, wo halt die Industrie dann auch ist, werde ich dann das noch ein bisschen ausbessern. Werde ich vielleicht auch ein bisschen Waldflächen hochziehen, ein bisschen andere vielleicht wieder. Je nachdem, muss man mal schauen. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, wirkt es gut. Wenn ich das hier doch alles ausgebessert habe am Rand, was ich jetzt noch kurz machen werde, glaube ich, ist das doch eine ganz runde Sache, oder? Was meint ihr? Könnt ihr ja mal gerne entscheiden und ich werde jetzt erstmal hier hingehen und werde sagen,
Komm, ihr braucht nicht da sein. Das macht keinen Sinn. Jetzt gehen wir erstmal noch ran. Ich möchte mit meinem Gebiet hier anfangen. Ich möchte mal so das äußere Gebiet hier hinbekommen. Ich habe ja überlegt, ob ich das mit Stufen mache. Ob ich jetzt halt praktisch hier noch die Stufe ein bisschen hochsetze. Und dann, dass sich so treppenartig, dass da... Okay, ich glaube, da haben die etwas Probleme. Ja, gut. Ist besser. Ich werde es gleich nochmal ausbessern. Das habe ich jetzt nur gerade gesehen. Gut. Jetzt haben wir hier zurück mit den Stufen, genau. Ich weiß es noch. Ich weiß es echt noch nicht. Ich glaube, ich lasse es so, weil wenn wir zu viele Stufen haben, glaube ich, ist dann wieder diese schöne große Fläche, wo ich die Stadt eben machen möchte, wieder kaputt und das wäre halt nicht so schön. Ich werde jetzt erstmal beginnen. Ich meine, die Autobahn lassen wir ja durchziehen. Ich möchte jetzt erstmal beginnen hier mit so einem kleinen Randgebiet. Das probieren wir mal zu machen, auch wenn wir noch gar nichts anschließen davon. Ich möchte einfach mal gucken, ob wir hier so ein bisschen Randgebiet schon mal hinbekommen. Wo dann halt praktisch meine Stadt anfängt. Genau, wir machen einfach mal, machen wir es wie folgt. Wir machen einfach mal hier ein paar Straßen hin, die einfach mal durchgezogen werden. Und die einfach... Keine Ahnung, die geht jetzt hier in die Richtung weiter und dann ist erstmal Ende. Das ist so eine Art Landstraße dann, da kann man sagen, ja komm, hier ist schon der ein oder andere, der wohnt vielleicht hier. Vielleicht hier ist schon mal so eine kleine Siedlung. So, da könnte man das mal so lassen. Dann möchte ich mal hingehen. Wir haben ja hier auch ein paar Kreisverkehre natürlich zur Verfügung. Werde ich jetzt mal nicht selber bauen. Oho. Der feine Herr baut nicht selber. Bauen wir hier. Und wir müssen upgraden. Dann machen wir, glaube ich, hier so die mit Bäumen, oder? So, dann geht es hier in diese Siedlung rein und dann wird es ja auch irgendwann mal langsam eine Stadt, würde ich behaupten. Probiere auch wirklich nur das Randgebiet, viel weiter rein will ich noch gar nicht gehen. Ich möchte jetzt hier ungefähr, will ich die Abfahrt machen. Das ist so der Plan, dass die Leute hier runterfahren. Aber das werde ich nächste Folge machen. Das werde ich jetzt noch nicht anfangen, weil, ja, ich will hier auch noch keine Häuser hinsetzen. Ich will das nur so ein bisschen vorbereitet haben. Muss ganz ehrlich sagen... Aber sagt's bitte der anderen Stadt nicht. Ich finde die irgendwie, gefällt mir besser. Vielleicht auch von der Karte her als meine andere Stadt. Aber pssst, nicht, dass sie da irgendwie böse auf mich wird. Also ganz leise. Aber, auch von dem Ganzen her gefällt mir das, vielleicht auch durchs europäische Setting, ich weiß es nicht. Gefällt mir halt besser. Wir werden hier nochmal kurz was machen. Wir können ja hier, sage ich mal, die Straße hier ändern und können sagen. Machen wir es so. Hier endet es dann. Ja, das ist halt ein bisschen größer hier, wo es dann eingeht in die Stadt. Ja, hier haben wir das Gras, genau. Da müssen wir gucken. Guckt euch das an. Da habe ich ja das Gras gesetzt. Und das muss ich alles noch ausbessern. Das mache ich aber jetzt nicht mit euch, also keine Sorge. Da habe ich halt praktisch mit Movie das drüber gesetzt. Oh, oh, ich mache das Randgebiet. Ich habe voll vergessen. Warum sind wir nicht auf schnell? Hallo? Ah, ich habe voll vergessen, hier die Ding zu machen. Den Rastplatz. Oh Gott, Leute. Oh, voll durcheinander und alles. Nee, wir machen den Rastplatz noch. Natürlich machen wir den Rastplatz noch. So, jetzt müssen wir das mal... bisschen versuchen hinzukriegen. Au, au, au. Der haut mich nicht, weil ich den Rastplatz vergessen habe. Oh, ja. Mhm. Das war nicht so schlau. Aber wir werden mal gucken. Wir haben ja hier McDonald's, Burger King, alles. Alles. Ich habe überlegt, ob ich hier noch eine Shell, ob ich irgendwas anderes. Das war auch ein Vorschlag, aber ich glaube, nee, ich lasse das, weil... Es ist ein Rastplatz. Seit wann sind bei Rastplätzen eben hier so unterschiedliche... ja, und so. Mhm.
Also unterschiedliche Marken. Also es gibt ja keinen Reisplatz, wo Shell und das. Alles auf einmal hier. Nee, nee, das gibt's eigentlich nicht. Ich werde hier mal den KFC hinmachen. Will aber auch noch einen McDonald's haben eigentlich. Ah, McDonald's, McDonald's. Mal gucken, wie das optisch einfach mal aussieht erstmal. Ja, es lockert es auf jeden Fall ein bisschen auf. Wir haben hier erst KFC, dann haben wir das. Ich glaube, dass mir das hier... Ja, da gefällt mir das hier nicht besser. Okay, habe ich verstanden. So. Ah, das hier so. Verschiebt man das direkt, da kann das hier nämlich an. Snappen. Dann haben wir die direkt nebeneinander. Da haben wir dann den... Haben wir keinen Strom, ne? Reicht der Strom dafür nicht? Oh. Ja gut, das Windrad hat nicht die beste Ding, ne? Oh. Ach doch, reicht. Okay, reicht nicht. Das ist halt ärgerlich. Da muss man halt hier einen Mast machen, aber hey, den sieht keiner. Der ist gar nicht da. Ja gut, geht halt nicht anders, ne? Ich habe mir nämlich überlegt, ob man hier zwischen rein, ob ich hier halt auch noch ein paar andere Sachen hinmache. So ein bisschen zur Auflockerung, dass man sagt zum Beispiel, was hätten wir denn hier noch so? Wir hätten doch diesen Plaza hier noch. Oh, der wäre hier schön. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Unser kleines Restaurant. Restaurant, wo bist du? Da bist du. Oh. Passt hier nicht. Mal her. Setz dich mal kurz hier hin. Oh. Warte mal. Aha. Genau. Das ist nämlich jetzt hier. Dann können wir hier... Das ist einfach so als kleiner Break dann auch wieder gedacht, dass man hier... Ups, oder... Man hier einfach auch ein bisschen was anderes noch stehen hat. Genau. Ich glaube, das sieht ganz hübsch aus. Das ist so ein kleines Ding. Jemand hat auch gemeint, einen Spielplatz. Aber ich weiß nicht, einen Spielplatz da noch reinmachen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so cool aussieht. Aber das würde doch passen, oder? Komm, das machen wir da rein. Oder? Jetzt sagen... Machen wir es so, dann machen wir hier noch ein bisschen Wald. Es ist einfach auch nicht so vollgestellt, weil ich weiß... Es gibt jemand unter den Zuschauern, der die Parkplätze nicht unbedingt mag. Dann haben wir das so ein bisschen aufgelockert, oder? Das ist doch okay, oder? Dann haben die hier die Möglichkeit, Hotel, Imbiss... Alles, ne, von Burger King, KFC, McDonald's. Immerhin, ne, Auswahl ist da. Aber hier noch so einen kleinen Sitzplatz. Nee, oder? Ist, also, was sagt er dazu? Ist es nach euren Ansprüchen? Ich glaube, das sieht cool aus. Ich find's cool. Ich hoffe, ihr auch. Guti, aber... Jetzt haben wir das ein bisschen vorbereitet. Ich hatte das komplett vergessen. Deswegen, glaube ich, reicht's auch für diese Folge. Wir haben echt viel gemacht, diese Folge sogar. Aber das ist ja das Projekt, wo ich dann sage, okay, ich mache viel mehr mit Zeitraffer. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Auch wenn ich ab und an mal ein bisschen mehr kommentiere, mal weniger. Aber genau diese Felderwirtschaft hier so, das habe ich halt ein bisschen gecuttet. Ich finde es trotzdem schön. Gut, die Windräder. Entscheidet ihr, entscheidet ihr. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also das überlasse ich komplett euch. Wenn ihr sagt, nö, sieht cool aus, wenn ihr die überall ein bisschen was sich bewegt. Dann lasse ich das. Wenn ihr sagt, nee, komm, mach da lieber Masten hin, dann werde ich da eben Strommasten dann durchziehen. Und ja, genau. Dann werden wir nächstes Mal auf jeden Fall komplett an diese Stadt gehen. Das kann ich schon mal sagen. Also ich will gucken, dass ich so vielleicht den Anfang auf jeden Fall fertig kriege, so die Auf- und Abfahrt, dass man da vielleicht schon mal so einen Ansatz hat und dass man halt Arbeiter dazu bekommt. Aber wenn man sich das anguckt, guckt euch an, wie geil das wirkt. Ey, das ist super geil. Also ich feiere gerade. Ich bin gerade ein bisschen am Feiern, ne? Aber wenn nicht Wochenende ist. Genau. Gut. Bevor ich jetzt noch länger quatsche, dann werden wir auch an den Anschluss gehen. Genau, dann machen wir diesen ganzen Bereich hier mal fertig. Das ist, glaube ich, cool. Genau. Geil. Gut. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.